Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Trüberbrook 2. Also, das ist nicht das echte Trüberbrook, das kann es nicht sein, das Schild fehlt, der Saturn da oben, wir sind so blass, wir sind nur noch ein Geist. Irgendwas läuft hier ganz gewaltig verkehrt. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir landen. Okay, also... Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte jetzt nicht, dass wir jetzt hier zurückkommen, da ist es fest. Siehst du, ich habe es gewusst, dass wir dem das geben können. Wetterstation. Es gibt eine Wetterstation? Warte mal, wir fragen sie mal nach der Wetterstation. Trude? Hallo, Professorchen. Ich hätte da noch eine Frage. Ja, natürlich. Nee. Ach, hätte sein können. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen? Ja, okay, nee. Wetterstation. Also, diese ganzen Kästchen sind ja alles Wetterstationen, garantierterweise. Und der einzige, wo es so ein kleines Windrädchen war, war hier oben. Schauen wir mal, ob sich da irgendwas getan hat. Nein. Hat sich nicht. Verschlossen. Verschlossen. Sag ich doch. Okay. Da oben überall, noch über die Kometen, also, ne, am Himmel. Warte mal, sieht er die? Hier unten sieht man sie gar nicht. Da, hier, guck. Man kann über das ganze Tal schauen. Was sich am anderen Ufer befindet, bleibt ein Geheimnis. Nicht, wenn du die Münze nicht in den... Dazu hatte ich... Ein Aus... Nicht, wenn du die Münze nicht in den Abgrund geworfen hättest. Okay, dann gib mal den Typen jetzt mal den Schnaps. Dann werdet ihr Musik machen. Liegt denn da hier unten? Ach nee, das ist die Kurve. Auf euch, Jungs. Genau das Richtige. Prost. Und los geht's. Viel Spaß. Die Menge versammelt sich. Das Konzert beginnt. Kommt die Kleine jetzt auch raus und kann ich dann den Fernseher kaputt machen, um die Röhre auszubauen? Ende der Welt, hin oder her. Ich kann auf keinen Fall das Konzert verpassen. Oh krass, wie viele Leute. Guck mal, es sind alle da. Sogar er ist runtergekommen von seinem Bett. Die Kleine ist draußen, sitzt auf seine Schulter. Sie ist auch hier, guck mal. Den kenne ich hier gar nicht. Wer ist das? Er aus dem Sanatorium? Den kenne ich hier nicht. Der Doktor, die Wanderin. Ich kann nichts machen.
Das ist doch komisch, oder? Alle sind sie da. Es ist die Band. Sie spielt noch immer ihr trauriges Lied. Es ist die Band. Sie spielt noch immer ihr trauriges Lied. Klaus ist auch da. Es ist die Band. Sie spielt noch immer ihr trauriges Lied. Ich finde es sehr komisch. Hä? Ende der Welt, hin oder her. Ich kann auf keinen Fall das Konzert verpassen. Was macht Gretel hier? Ende der Welt, hin oder her. Ich kann auf keinen Fall das Konzert verpassen. Ich komme hier nicht mehr raus, Leute. Scheiße! Ich kann nichts auswählen und ich komme hier nicht mehr raus. Wir haben uns festgebackt. Wir können Feuerwerk in allen möglichen Farben machen. Aber ich kann kein Lied auswählen. Sich festgepackt. Das ist wirklich so. Ich kann kein Lied auswählen. Warte, wir müssen nochmal neu laden. Er hat sich echt festgepackt. Ende der Welt, hin oder her. Ich kann auf keinen Fall das Konzert verpassen. Also ich weiß jetzt nicht, was wir machen sollen können, Leute. Es ist die Band. Sie spielt noch immer ihr trauriges Lied. Mit dem kann ich nicht reden. Ende der Welt, hin oder her. Ich kann auf keinen Fall das Konzert verpassen. Ich habe keine Ahnung, Leute, was jetzt passieren soll. Es ist jetzt das Ende. Wir haben alles Mögliche verpasst. Konnten das Ding nicht bauen. Ich habe keine Ahnung.
Ist doch nicht ein Witz jetzt, oder? Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit hier Lieder abspielen. Da oben kommen jetzt die Kometen auch. Guck, am Himmel. Ich hab keine Ahnung, was wir falsch gemacht haben. Vom der Typ hier, der hier. Ach nee, das ist der vom. Ach, das ist der von dem Stand hier. Stimmt. Das sind alle da. Alle Figuren, die wir kennen, die wir getroffen haben. Es schneit unten Schnee. Finale! Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ende der Welt hin oder her. Okay. Das brauchen Sie wohl nicht mehr. Perfekt. Eine wichtige Komponente für den Quantendiskriminator. Ich hab's gewusst. Okay, also man musste wohl wirklich das ganze Konzert abwarten. Man konnte nichts machen, ne? Außer Konkurrenz. Okay, also es gibt auch kein Konzert mehr. Wir haben jetzt einige Sachen.
Eine Wetterstation. Ich werde 20. Das Spiel ist der Hammer. Ich gehe mal rauf, wenn er schon sagt, wir haben jetzt eine wichtige Komponente für den Quantenkompensator. Das sollte funktionieren. Super, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Drei Teile noch. Gretchen hat eine Idee. Keine Zeit zu verlieren. Gretchen? Gretchen ist doch in dem... Ups, da. Verschollen. Oder hat sich da eingesperrt. So, jetzt noch etwas Calcium. Keine Zeit zu verlieren. Ja, du machst mir Freude. Du machst mir Freude. Ich weiß, wo die Röhre ist. Aber ich weiß nicht, wie ich drankomme. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich einen kleinen Teilchenbeschleuniger kriege. Die Komponente, die wir nicht gedacht haben, dass wir sie bekommen oder wie wir sie bekommen, die haben wir. Aber alles andere haben wir nicht. Jetzt schaut sie einen Erklärfilm über Dinosaurier. So geht es vielleicht jetzt? Sie ist wieder in ihr. No, geht nicht. Wir können nichts machen hier. Wir haben keine Ahnung. Ich kann noch mal sprechen mit dir. Trude? Hallo, Professorchen. Ich lass nicht locker. Konnten Sie mein richtiges Pfand wiederfinden? Was meinen Sie? Ihren... Vergessen. Ich... Ja. Nee. Ach, schon gut. Ich fühle... Nee, da kommt nichts Neues mehr. Die Antenne. Sie sind gemeinsam so schwer, dass die Antenne fast abbricht. Die Antenne ermöglicht... Ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Mein Herr, die Freude. Genießen Sie das Fest? Ja, sehen Sie nur. All die Lichter, das ist... Es war... Nee, auch nichts Neues. Da haben wir schon und können die nicht verbrauchen, warum auch immer. Ich möchte den anderen auch... Macht er auch nicht mehr. Ich möchte... Okay, ja, ist ja gut. Er trägt einen Violinenhals als Holzbein. Leute, was sollen wir tun? Ach, nicht dein Ernst, oder? Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur falsche Kleidung. Dieser Redensart, Beverly, muss ich meine volle Zustimmung aussprechen. Ich befinde mich hoch oben auf dem Klumpen, der wohl höchsten Erhebung im umliegenden Mittelgebirge.
Die Kleider, die ich am Leibe trage, lassen sich wohlwollend als mindestens unpassend für die vorherrschende Witterung beschreiben. Nach kurzer Wanderung habe ich die örtliche Wetterstation erreicht. Ich sag nichts dazu. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir zu Fuß da hochgehen können, aber nicht, dass wir jetzt über diese... Okay. Das sieht ja gemütlich aus. In Trüberbrook, oben auf dem Klumpen, wird Wetterforschung im großen Stil betrieben. Das derzeit wechselhafte Mikroklima hier in der Region scheint Interesse geweckt zu haben. Da geht er aber nicht rein, ne? Es handelt sich um einen herkömmlichen Wetterballon, nicht um eine fliegende Untertasse. Okay, da kann aber nichts machen, eine Schaufel. In den Griff sind irgendwelche Worte eingraviert. Nimm mich auf und wirf mich weg. Festgefroren. Ja, super. Mit unseren Powerpillen. Excalibur. Wir haben das Schwert aus dem Stein gezogen. Naja, oder fast. So, sieht er da was? Ja. Es sind allerlei technische Messgerätschaften angebracht. Es ist ein Tank, höchstwahrscheinlich mit Helium gefüllt. Okay, das war's, oder? Die Leiter? Echt jetzt? Quatsch erstmal mit ihr, bevor wir da raufklettern. Hallo? Guten Tag. Ich habe Sie gar nicht gesehen. Bitte verzeihen Sie den frostigen Empfang. Madonna Lübcke von der Meteorologischen Gesellschaft. Tannhauser, sehr erfreut. Was machen Sie hier? Ich beobachte das Wetter. Und, was macht das Wetter so? Eigentlich bin ich in Trüberbrook, weil das Wetter hier so besonders unauffällig ist. Ein richtiges Durchschnittswetter, wenn Sie so wollen. Aber heute Nachmittag schlagt mich doch der Blitz. War es vorbei mit der Durchschnittlichkeit? Sie meinen, das ist Schnee von gestern? Ganz genau. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wie sowas überhaupt möglich ist. Mir dämmert, was Sie meinen. Ich sehe schon, allmählich tauen Sie auf, hm? Diese Wortspielchen, ein Schwan. Und, was macht das Wetter so? Sehen Sie nur, das Wetter spielt völlig verrückt. Ich kann mir einfach keinen Reim darauf machen. Wie war das noch? Wenn's im September donnern tut? Keine Ahnung, hab nie gehört. Wird das nächste Jahr nicht gut? Setze ich auf mir einen Hut? Folgt im März zugleich die Flut? Geht die Erde bald kaputt? Folgt im März sogleich die Flut. Das klingt bescheuert. Ja. Okay. Wie ist es mit Septemberwind? So glaub es mir. Verkrault das letzte Ungetier, verkündet harten Winter dir. Er trägt sich gut bei einem Bier, bringt dich zurück jetzt ins Hier und Hier. Er trägt sich gut bei einem Bier. Nein, nein, nein. Sie raten ja auch nur den blauen Dunst hinein. Ja, weil es das nicht gibt. Ah, ich bin schon wieder unscharf. Meine Kamera bringt mich um. Wie lange sind Sie schon hier draußen? Hier in Trüberbrook? Das Projekt läuft jetzt seit 6 Monaten. Seit 6 Monaten? Wie lange... Hier und das Projekt... Okay, jetzt sagt er was machen Sie? Und? Ein richtiges... Aber heute Nacht... Sie meinen... Mir ja, dämmert... Okay, da kommt nichts mehr Neues. Natürlich.
Okay, nicht viel erfahren. Bei dem Wetter bleibe ich lieber am Boden. Echt, jetzt ist nicht dein Ernst. Du gehst jetzt doch gefälligst drauf. Sonst haben wir hier gar nichts gemacht. Außer die Schaufel, mit der ich nicht mal weiß, mit was wir da anfangen. Für was die Schaufel? Entschuldigung, ist das Helium in Ihrem Tank? Genau, zum Befüllen der Wetterballons. Hey, nicht das Helium klauen. Hey, nicht das Helium klauen. Echt jetzt? Mach die Ballon kaputt. Bei dem Wetter bleibe ich lieber. Ich brauche ein bisschen Helium für mein Tierchen. Hallo? Guten Tag. Ich will Ihnen wirklich nicht die Laune verhageln, aber könnte ich mir wohl etwas von Ihrem Helium abzweigen? Helium ist sehr kostbar, vor allem hier oben. Was haben Sie denn vor? Ich möchte es als Kühlmittel verwenden. Als Kühlmittel? Das funktioniert doch gar nicht. Sie müssten es herunterkühlen, bis es flüssig wird. Ach, das geht auch so. Glauben Sie mir. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin doch schließlich Physiker. Also könnte ich etwas von Ihrem gasförmigen Helium abbekommen? Ich überlasse Ihnen etwas Helium, wenn Sie mir im Gegenzug einen Gefallen tun würden. Könnten Sie wohl für mich runter ins Dorf gehen und ein eiliges Telegramm an die Zentrale schicken? Ich kann hier nämlich unmöglich weg. Das glaubt mir kein Mensch. Jahrelang sitzt man hier. Jahrelang passiert nichts. Und dann erschlagt mich doch der Blitz. Aurora Borealis über Trüberbrook. Also gut, ich helfe Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank. Das Gasthaus unten im Ort verfügt über einen Telegrafen. Das ist das, was wir vorgesehen haben. Tag im Monat, 7 Uhrzeit. Können wir nicht lesen. 8 der Windmessung, 4 Land 10, Stationsnummer ist, steht auch gar nicht da. Wolken 8 und 2, Windrichtung 26, Windgeschwindigkeit, horizontale Sichtweite 40, Wettererscheinungen 01, Wetterzustand 8, Luftdruck, Lufttemperatur 9, Bedeckungsgrad, Tiefenwolken, A-tiefe Wolken, Untergrenze Wolken, Art mittlerer Wolken, Art hoher Wolken, Taupunkttemperatur, Art der Luftdruckänderung, Betrag der Luftdruckänderung. Ich versuche es mir zu merken. Tausend Dank, Herr... Tannhauser. Herr Tannhauser, danke. Es ist nicht dein Ernst, nur... Wir müssen... Wir haben das uns jetzt nicht merken müssen, oder? Das kann sich doch keiner merken. Bitte dich. Nie im Leben. Genau, das Ding hier. Trude? Hallo, Professorchen. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Für die Meteorologin oben auf dem Berg. An die Meteorologische Gesellschaft? Ja, natürlich. Schießen Sie los. Also. Du verarschst mich doch jetzt, oder? Null, sieben, zwei, null, vier. Scheiße. Eins, null, vier, drei, drei. Acht, zwei, sieben, acht, null. Null, fünf, neun, fünf, null. Eins, acht,
3, 2, 3. 6, 5, 4, 7, 2. 2, 5, 3, 1, 5. Die Antwort lässt ja nicht lange auf sich warten. Was kommt da jetzt für ein Krack raus? Die am anderen Ende sagen, dass die Messdaten keinen Sinn ergeben. Ach. Ich habe mir wohl den Code nicht richtig gemerkt. Trude, ich komme wieder. Oh Gott. Leute, wir müssen uns das aufschreiben. Es muss wirklich korrekt sein. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir können jetzt irgendwas eingeben, wie auch sonst manchmal hier, wo wir irgendwas wählen, das aber keine große Rolle spielt. Okay. Also wir müssen tatsächlich den richtigen Code haben. Ich werde mir jetzt gleich was zum Schreiben besorgen. Sie dann nochmal fragen und das Ganze dann aufschreiben. Und dann werden wir da mal richtig funken. Dann hätten wir zumindest die zweite Komponente. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hole mir jetzt mal gleich einen Stift fürs nächste Mal, damit wir das mitschreiben können. Und ja, bis dahin. Wir kommen langsam weiter. Ganz, ganz langsam. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange noch geht und so komplex schwierig wird. Aber okay. Wir sehen uns bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.